Was wäre denn für Sie ein Weihnachtswunder? Dass sich die Leute zu Weihnachten grundsätzlich mehr besinnen würden und nicht so stressen. Ein Weihnachtswunder wäre für mich das, was man sich eigentlich gewünscht hat, dass das in Erfüllung geht. Ja, das wäre für mich ein Weihnachtswunder. Für mich ein Weihnachtswunder wäre, wenn die Leute an Weihnachten nicht so hektisch umeinander laufen täten. Wenn sie wirklich Weihnachten noch genießen täten, ohne den Stress, ohne die Hektik. Und wenn es nicht nur darum geht, umso mehr Geschenke, umso besser. Sondern wenn man einfach wieder einmal sagen täte, Weihnachten reicht schon, wenn man mit der Familie zusammen ist und wenn man es gemütlich hat miteinander. Ich glaube, ein Weihnachtswunder wäre, wenn arme Leute, wo Familie verloren haben oder sonst irgendwas, geholfen wird. Das wäre für mich ein Weihnachtswunder. Dass es ein Wunder wäre, wenn es ein Wunder gäbe. Das ist meine Meinung. Es gibt natürlich kein. Ja, es gibt Weihnachten, aber der eigentliche Hintergrund, den wir aus unserer Kindheit kennen, den wird es so sicher nicht geben. Wenn jetzt die Umweltkatastrophen aufhören täten und dass jetzt zum Beispiel in Japan die Radioaktivität und das Ganze aufhört und ja, halt, dass die Welt sich besser erholt. Für mich wäre ein Weihnachtswunder, wenn alle in Frieden leben würden. Also wenn die Waffen niedergelegt wären und sie wieder in Frieden sind. Menschen, die ganze Welt. Und zwar, wenn es nächstes Jahr plötzlich die Finanzkrise nicht mehr gibt und die Leute wieder Zutrauen in die Zukunft haben. Abgesehen davon, dass man vielleicht erstmal wieder mit mehr Zeit füreinander hat. Ist doch eine Zeit, wo es immer schwieriger wird, dass die Leute nur einen Freiraum für sich persönlich haben. Und wenn man das wieder schafft, dass der Freiraum wieder zurückkehrt, ist viel gewonnen. Weihnachtswunder wäre, wenn ich mal einen besonderen Mensch wieder mal treffen würde, wo ich schon lange nicht mehr gesehen habe. Und das ist gerade passiert. Heute. Und das hat mich wahnsinnig gefreut. Wenn es mal wirklich das Christkind daherkommt. Im Schlitten und mit vielen Geschenken und ja, Heiligenschein. Für mich ist eigentlich Weihnachten also das ganze Jahr. Das ist jetzt halt, da hat man Feiertage für die Kinder schön, aber wenn die Kinder einmal aus dem gröbsten Haus sind, dann ist es für mich wie das ganze Jahr. Ich hoffe, dass es mehr Frieden auf der Welt gibt und dass die armen Leute aus der Armut ein bisschen rauskommen können. Und heute haben wir eine Spendenaktion in der Schule und ich bin da tatkräftig dabei. Was wäre denn ein großes Wunder für dich, Maximilian? Ein Christbaum. Ein Christbaum? Echt? Oder ein Drache vielleicht? Den Drache.